Jeder Zug ein Genuss mit Brinkhoffs Nummer 1, dem offiziellen Bier von Borussia Dortmund. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Diesmal gab es Brinkhoffs Ballgeflüster allerdings nicht unter Deck, sondern an Land. Am Dienstag fand die 9. Ausgabe der schwarz-gelben Gesprächsrunde statt. Rund 200 Zuschauer strömten in das Eventzelt im Dortmunder Hafen. Traumhaft, wirklich. Also bestes Ambiente passt nicht, ne? Anfang August, schönes Wetter und dann so eine tolle Veranstaltung, großartig. Großartig waren auch die prominenten Gäste. Mit Josef Schneck und Jürgen Klopp begrüßte Nobby zwei Wiederholungstäter. Für Winnie Appel dagegen war es eine Premiere. Es war toll, ich habe es auch meinen Freunden und meiner Frau gerade gesagt, sensationell. Ein super aufgelegter Kloppo, ein manchmal nachdenklicher und dennoch super Typ, der Josef Schneck. Und natürlich Moderator vom Feinsten mit unserem Nobby Dickel. Es war großartig, die Atmosphäre hier ist klasse. Wann haben wir mal so einen Sommer, deshalb muss man es ausnutzen. Also hier hast du fast das Gefühl, du bist im ständigen Urlaub, das ist toll. Kurze Stärkung vor dem Start und dann übernahm der Coach das Warm-up gleich höchstpersönlich. Hier sind wir auf der neben dem Schiff. Das fändest du witzig, ne? Nee, das fände ich so geil. In der Sendung lieferten sich besonders Nobby und Kloppo verbale Zweikämpfe. Da wurde gestichelt, gescherzt, aber vor allem viel gelacht. Also wenn ich nur die Eindrücke hätte, wenn ich immer noch aufgrund der Eindrücke, die ich von dir hatte, bevor ich dich kennengelernt habe, dich einschätzen würde, meine Fresse. Ja, war super. Lustige Stimmung, Klopp war gut drauf, wie immer. Was will man mehr, ne? Erste Mal hier, hat mir gefallen. Ja, ich finde das ganz gut, wie er mit Nobby Dickel immer so rumscherzt und doch, finde ich super. Wir waren das erste Mal hier, aber hat uns super gut gefallen. Ich glaube, es war einfach eine super intime Atmosphäre. Das hat mir super gut gefallen, dass man auch den Trainer nah erlebt und einfach live erlebt. Im Großen und Ganzen einfach super gelungen, auf jeden Fall. Die neue Kulisse, nicht die einzige Premiere des Abends. Erstmals wurde es bei Brinkhoffs Ballgeflüster musikalisch. Der Baron von Borsig gab seinen Kulthit Dortmund, unsere Stadt, zum Besten. Das löste bei allen Anwesenden besondere Emotionen aus. Ich finde die wirklich gut. Also das ist, ich bin jetzt 5 Jahre hier, habe die Stadt ja auch wirklich lieben gelernt. Das ist ja so. Und dieses ganze, das Ruhrgebiet hat ja auch seinen Charme. Und ich finde, dass in dem Lied ist doch relativ viel davon drin. Und man kann sie brüllen. Also Herr Winnie kann sie singen und ich kann sie brüllen. Der Gegner hört den Donnerschlag, wenn er diese Macht erlebt. Singen mit Jürgen Klopp, BVB-Herz, was willst du mehr? Höchstens noch ein persönliches Autogramm. Und auch das macht Brinkhoffs Ballgeflüster möglich.